Aldemar HD. Toll. Hey Leute, hier ist der Aldemar mit einer weiteren Folge. Starship Troopers, würde ich sagen. Second Earth. Oh, guck mal hier, neue Karte. Sieht schwer. Oh. Was ist das denn hier Feines? Warte mal, gewinnt der Energie aus toten Bugs? Das wär's ja jetzt. Steht hier irgendwo ein Tooltip? Also das kennen wir ja. These buildings must be connected to the power network. So, jetzt brauchen wir erstmal Roads. Country Road. Bring me home. So, das haben wir connected. Power Network brauchen wir. Muss über so. Können wir nichts falsch machen. Nicht, dass wir irgendwas blocken. So, oh ja, hier haben wir eine Mine. Müssen wir auch aufpassen. So, machen wir erstmal. Oh, das kostet auch Credits. Oh, egal. Oh Mann, die sind nicht connected. Was soll man die machen? Steht denn irgendwo, oder? Da haben wir Gardisten. Da haben wir das. Wir haben Org. Nichts, nichts, nichts. Und wieder nichts. Los geht's. Ich brauche ein bisschen Credits für... Hier. Am besten mal... Ups, ich trottel. So, was macht das? Das lädt sich auf. Aber was tut es? Es sieht irgendwie aus, als wenn es so stampft, oder? Kann das sein? So, seismische Superattacken. Ich weiß nicht, ob das so gut ist, das neben Mauern zu bauen. So, wir müssen gucken, dass wir erstmal jetzt Geld farmen. Wir brauchen Strom, sehe ich gerade. Vielleicht ist das dann gut, dass wir ein bisschen Strom machen. Hm? Haben wir denn so ein Kappi-Dingens? Wahrscheinlich nicht. Machen wir jetzt direkt mal einen hier hin. Ein bisschen Solarzellen. Wir haben kein Ohr, deswegen können wir das auch vergessen. Deswegen brauchen wir jetzt schnell, mehr als schnell, super schnell, extrem schnell. Hier, ich drücke mal falsch. So, wo ist der Ausgang von der Mine? Da. Oh man, ich kann wirklich nicht drehen. Wenn ich Escape drücke, kann ich nur Move Camera, Move Zoom, Start Next Level. Move Camera, Move Camera. Move Mouse, Mouse Wheel, Zoom Camera. Ich meine, es gibt doch mehr. Rotate Camera. Nee, tut mir leid, ich finde keinen Knopf. Da müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Okay, es geht erstmal ein. Da haben wir aber trotzdem richtig gesetzt. Guck mal, wie weit wir müssen. Das ist krass. So. So. So, wunderschön. Das funktioniert. Oh Mann, Strom ist ein Problem. Strom ist ein Problem. Das heißt, wir brauchen so einen Tritium-Reaktor. 100 Ohr brauchen wir aber für den Triceratops. Und wir können auch keine Dinger bauen, weil wir kein Ohr haben. Aber wir können eine neue Ohrmine bauen. Haben wir schon mal zwei. Strom ist echt scheiße. Strom ist echt ein Problem. Ich weiß nicht, wie schnell wir hier Ohr kriegen. Ich hoffe, dass wir die erste Welle wenigstens abwehren können. Oh, da oben ist nicht gut. Da ist gar nichts. Komm, die erste Welle müssen wir abwehren können. Guck mal, jetzt ist da das Ohr. Nicht gut. Alter. Ja. Ja, geil. Cool, das ist cool. Meine Güte, die Sounds sind auch gut teilweise. Man sieht, dass das alles Work in Progress ist. Ich meine, guckt mal auf die Waffen von den Leuten, wenn die schießen. Das sieht aus wie hingeklatscht. Selbst ich könnte das nicht, aber... So, was sieht es hiermit aus? Das funktioniert, ja? Okay, Power Network. Ich mache Tutorials wieder aus.
und müssen es direkt laufen lassen. Wir müssen unser Stromproblem füllen. Das bedeutet, wir brauchen jetzt Ohr. Wir brauchen auch... So, wir machen erstmal nochmal... Das ist das Problem, hiervon noch mehr reinzusetzen, echt. So kann man das machen. Ich würde nämlich jetzt gerne... den Dingensbummens bauen, die Tritiummine. Credits. Pass auf, da machen wir jetzt erstmal hier. Essie. Alle glücklich sind. Nicht ein Greenhouse, sondern ein... Was ist das denn? Recycler. Collects nearby rubble and converts it back to ore. Was ist denn Rubble? Kaputte Sachen? Das kann es wahrscheinlich sein. So, ich bin am Pennen, sehe ich gerade. Ich muss mich gerade beeilen. Tritiummine. Ups. Falsch gebaut, aber egal. Tritiumreaktor. So. Und dann bauen wir noch hier oben eine Straße hin. So. Just in case. Man weiß ja nie. Strom. So, und jetzt das Wichtigste. Das ist ja noch so ein Ohrding. Habe ich ganz vergessen. Gut, es ist gerade... Oh gut, wir haben noch ein bisschen Strom. 2 Minuten noch. 2 Minuten noch. So, machen wir hier oben noch die Ohrmine hin. Falsch rum. Falsch rum. Falsch rum. Wir haben noch keine Zeit. Okay, das haben wir auch. Haben wir hier nämlich noch ein paar Ohrmines. Leider weiß ich nicht, wie ich drehe. Ich würde gerne drehen. Aber es geht nicht. Das setzt nur dahin. Das ist das größte Problem. Das größte Problem. Strategiespiel, das ich habe. Rotieren. So. Jetzt brauchen wir Häuser. Und zwar normale Häuser. Residence oder so. Hier, Homestead. Entschuldigung. Das Problem ist... Ich weiß nicht, wie ich rotiere. Nummer 2. Wir haben plus 23 Strom. Wow. Immerhin. Tonnenweise Ohr. So, jetzt muss ich mich gerade mal beeilen. Das Gesetz. So, jetzt, bam. Okay. Türme. Alles aufbessern. So, hier innere. Was ich benutzen kann, ist auch viel von diesen Garnisonen, tatsächlich, glaube ich. Gibt niemals genug Soldaten. Wir machen hier eine Artillerie rein.
Okay, das haben wir. Very nice. Mann, ist das gut. Mann, ist das gut. Warum ist das nicht auf Steam? Warum denn nimmt er nicht 10 Euro für das Spiel, ey? Geil. Ich meine, ist nicht fertig, aber Early Access. Ore Drop. Drops from Orbit. Für 500 zum Eintauschen. Remote Charger. Quickly recharge nearby batteries. Last 10 seconds. Nearby batteries. Meint er die hier? Ach, das ist ein Drop. Scheiße. Next. Jetzt droppt er und lädt die auf, ne? Okay, sowas wie ein Buff. Das ist ein... Ja, so eine Fähigkeit. So, jetzt habe ich gut mein Zeug verschwendet. Hier kann ich noch einen hinsetzen. Da hier. So, okay. So, fahrt ihr mal. Fröhlich frisch. Einer muss noch von euch da hochfahren. Ah, ihr ladet das, lädet das doch auf. Sehr gut. Wir haben so einen Buff. Tower Enhancer. Und ich würde gerne wissen... 1000, okay. Ja, verschießt du deine Artillerie? Mr. Verschwendikus. Wollen wir noch ein paar Tesla-Türme bauen? Wie sieht es denn hiermit aus? Ich glaube, wir bauen noch ein paar, Da haben wir 6. Müsste irgendwo so ein Stromsymbol sein, wenn die nicht Strom abgezogen bekommen hier. Boah, guck mal, wie viel Ohr wir haben, Leute. Warum baue ich nicht 300 davon? So. Ist das der Hauptangriff? Nee, ist er noch nicht. Das sind nur die zwischendurch Hallo-Sagenden. Wir saugen die Sonne aus. Okay, sehr gut. Jetzt brauchen wir noch mehr davon. So. Okay. Boah, 1000, so und so viel. Pass auf, jetzt haben wir genug Strom. Na, wir haben niemals genug Strom, aber... So. Oh, das haben wir schnell ausgegeben. Ich würde gerne so vordere Bastionen machen, nur mit so Garnisonen. Guck mal, das heißt ja nur, dass sie keinen Strom produzieren oder einnehmen. Ich glaube, das ist nicht ganz... Ich meine, also die zehren nicht daraus. Sobald ein Sandsturm ist, produzieren die nichts mehr wahrscheinlich. Pass auf, dann machen wir jetzt mal... Machen wir dann noch letzte Garnisonen. Ja. Pass auf, machen wir mal hier so. Ich glaube nicht, dass wir verlieren, aber... Pass auf, machen wir mal hier Mine Enhancer. Gilt denn für alle Minen, das ist die Frage. Wahrscheinlich nur nearby. Die haben ja so Stöpsel. Das gleiche gilt wahrscheinlich hierfür. 1000, achso, habe ich nicht mehr. Garrison. Pass auf, kommen hier so Garrisons hin. So. Die dann noch dahin gehen. Natürlich nur auf die Mauer gegangen, wo ich sie hingesetzt habe, ne? Vielleicht gehen die auch hoch. Ja, tun sie auch. Oh, das ist gut. Ah, cool. Ich meine, nur Mauern haben nur mit so Typen drauf. Aber ich... Das ist die Frage. Wir haben so viel...
so viel Kohle. Ich habe ein bisschen Angst. Deswegen machen wir hier extra Garnisonen. Es geht los. Alter. Zeig's mir! Zeig's mir! Mehr! Mehr! Viel mehr! Guck die Pistolen. Guck, das sind einfach nur Rohre mit so. Ja, also das Spiel braucht noch einen Haufen Balancing, glaube ich. Wir sehen am Schluss mal, wie die anderen Karten so sind. Start Next Wave. Guck mal, das war noch nicht mal die letzte. Tower Enhancer. Guck mal, enhance mal die hier. Ach, jetzt habe ich den falschen enhanced. Jetzt machen wir mal hier. Die sind eigentlich auch super hier. Sobald die an der Mauer sind, werden sie dann nochmal eingefroren. Ist so ein bisschen egal, ob es schief ist oder nicht. Das sind, hier sind halt verloren, ja. Also wenn die kaputt gehen, das, die Masten sind jetzt auch nicht so schlimm. Wir haben so viel Kohle. Ich weiß halt nicht, was ich damit machen soll. Guck mal, die sind auch alle aufgeladen hier. Wir wollen es mal nicht dem Zufall überlassen. Nicht übermütig werden, einfach weiter Energie sparen. Einfach weiter Energie sparen. Guck mal, die sind auch alle aufgeladen. Hier haben wir direkt. Meine Güte. Das müsste man besser verteilen. Das kann man auch. Hundertprozentig. Guck mal, jetzt die haben Buff. Oh, ist eine Area. Okay, das ist gut. Dann packen wir das nächste Mal dahin. 1000 sparen wir jetzt mal. Immer noch ein bisschen Ohr, ne? Wir brauchen Last Stand nicht vergessen. Uns mal ein bisschen hier auf den Exodus vorbereiten. Weil man weiß ja nie. Ja, man weiß ja nie. Obwohl ich das ja dann just in case bauen kann schon mal. So, 400 Dingensbummens. Wir werden uns das schon. Müssen einfach gucken, dass ich kein Geld ausgebe jetzt. Tesla haben wir da zwei. Da haben wir einen Tesla. Da haben wir auch Tesla. Und wir haben diese Pets. Davon können wir noch mehr setzen. Ups. 15 Dollar ausgeben. Das ist okay. Wird uns jetzt nicht in den Ruin treiben. In so einem Sparkurs. Okay. So Minenfelder müsste man abwerfen können oder so. Das wäre auch geil. Oder Marines rufen, die dann hier irgendwie patrouillieren oder auf den Mauern erscheinen oder so. Es tut mir leid, falls ich ein bisschen overreacted bin und für euch das nichts Besonderes ist, aber ich finde das Spiel super. Guck, hier ist der Radius. Ne? Das sieht man noch. Ich trottel. Machen wir schön in die Mitte. Die Artillerie auch gebufft ist. 50% mehr Schaden, oder? Und das kostet keinen Strom, glaube ich. Das ist schon ziemlich gut. Also es lohnt sich zu bauen. Aber 50% hört sich für mich halt ziemlich imber an. So, jetzt kommt die letzte Welle. Guck mal, 2355 Ohr. Also wenn die Art durchbrechen, dann muss mich das schon ziemlich beeindrucken. Boah, Alter. Guck mal, wie die mal laufen und die wie so schwärmen, richtig gut. Haha.
keine Schnitte. Wow. Bin gespannt, ob die nächsten Level ein bisschen schwerer sind. Aber ich glaube, das ist alles nur Tutorial bis jetzt. You people have survived. Alles klar. Leute, das war eine weitere Bug-Smashing-Folge. Wir sehen uns wieder. Nächste Folge. Dann kommt Against All Odds. Wir haben 9 coole Level. Mal gucken. Bin gespannt. Also, bis dahin. Haut rein, Leute.